die Einschränkungen der Freiheiten, die hier wir seit einem Jahr erleben und die immer härter werden, immer stärker werden, immer wieder neue Maßnahmen, die kaum noch zu durchblicken sind. Der Impfpass, jetzt immer mehr Leute lassen sich impfen. Natürlich, wer sich hat impfen lassen, der sieht da drin auch gar kein Problem mehr. Der ist dann auch für eine Impfpflicht und für Impfpass finde das ganz toll. Aber auch dieser Impfpass ist ja auch nur der nächste Schritt, auf den der übernächste folgen wird. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Eine permanente Nachimpfung, darauf können wir uns einstellen. Wir hören, dass die Impfstoffe, die jetzt verabreicht werden, keinen dauerhaften Schutz bieten, sondern ganz unterschiedlich, mal ein halbes Jahr, mal ein Jahr. Man weiß es noch nicht so genau, man muss mal gucken. Aber man muss davon ausgehen, so sagen unisono die Experten, dass Nachimpfungen permanent nötig sein werden in regelmäßigen Abständen. Das heißt, der Impfpass wird zum permanenten Begleiter des Lebens werden und man wird permanent nachweisen müssen, wie der eigene Impfstatus ist, ob man im halben Jahr oder im Jahr dann seine Impfung hatte. Dazwischen, wenn man da vielleicht über die Zeit ist oder kurz vor der Impfung steht, hat man vielleicht keinen grünen Status mehr, sondern nur einen gelben, darf dann vielleicht schon in manche Bereiche nicht mehr hinein. Also das wird ein Zugangssystem sein für alle Menschen und die über diesen Impfpass geregelt werden. Aber hinter einem solchen Impfpass lässt sich auch noch viel mehr hinterlegen und hinter viel mehr Überwachung mit verbinden, weil natürlich alles, was man tut, jede Schranke, die man überschreitet, jedes Restaurant, das man betritt, jeden Supermarkt, den man betritt, alles wird damit kontrollierbar, alles wird damit überwacht. Und das sind Dinge, die wir sehr skeptisch sehen sollten. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, ist doch egal, die können das doch über mich wissen, die sollen doch machen, was sie wollen, ich mache das, ich entscheide das. Und es gibt auch Leute, man könnte ihnen sagen, du musst, wenn du die Straße überquerst, rückwärts auf einem Bein hüpfen und dabei die chinesische Nationalhymne singen. Die würden im nächsten Monat sich anmelden für einen Chinesischkurs und sagen, das wollte ich eh schon immer machen. Aber es geht um Macht. Es geht darum, Kontrolle über Menschen zu haben. Der Impfpass wird die Möglichkeit, wird der Einstieg sein, eine Art der Kontrolle über jeden einzelnen Menschen zu erlangen, den es bisher weltweit noch nicht gab. Und diese völlige Kontrolle ist eine völlige Überwachung. Damit geht auch Macht einher, auf den Einzelnen einzuwirken, ihn auszusperren von verschiedenen Themen, was immer man darunter versteht. Man kann alle möglichen weiteren Daten hinterlegen, siehe China, chinesisches Sozialpunktesystem, dort wird das bereits getan. Warum sollte das hier nicht stattfinden? Und diese Macht, ja, die macht was mit einem, denn andere haben Macht über einen selbst. Und das war ursprünglich nicht die Aufgabe von Regierungen oder Obrigkeiten. Die sollten das Gemeinwesen organisieren, aber nicht die Macht über jeden Einzelnen haben. Aber das ist das, auf was wir momentan rauslaufen. Und wir können auch relativ wenig dagegen tun. Es gibt viele, die dagegen momentan demonstrieren, die ohnmächtig sind, die sehen, was da auf sie zukommt. Die sagen, nein, ich möchte diese Freiheit nicht abgeben. Ich möchte nicht in eine vollständige Überwachung gehen. Und es gibt jene, die sagen, ist mir doch vollkommen egal, sollen sie mich doch überwachen. Aber was wir momentan sehen zwischen diesen beiden Gruppierungen der Bevölkerung, was da an Hass geschieht, gerade auch ganz aktuell die Demonstrationen in Berlin, wenn Sie da ein bisschen im Netz verfolgen, welcher Hass dort von Bürgern gegen Bürger, die demonstrieren, vorgebracht wird, das ist schon beeindruckend. Das ist also etwa, das hat mit ziviler Gesellschaft wenig zu tun. Das ist abgrundtiefer Hass und Vernichtungsgedanke, kann man fast schon sagen, zwischen den einen und den anderen Gruppen. Und man sollte aber klar sein, wer Angst um seine Gesundheit hat und dafür auch seine guten Gründe hat, daraus Forderungen ableitet, was zu tun ist, der sollte doch auch die Angst der anderen um ihre Freiheit respektieren. Und es kann doch nicht sein, dass grundsätzlich nur die eigenen Bedürfnisse legitim sind. Die eigenen Sorgen und Ängste müssen alle anderen ernst nehmen. Ja, und die Ängste und Sorgen der anderen, die sind uns dann vollkommen egal, die interessieren uns nicht. Das ist schwierig. Das heißt, hier müssen wir alle miteinander, sind wir in der gleichen Situation, dürfen uns hier nicht mehr gegeneinander stellen lassen. Das passiert aber von Tag zu Tag mehr und aggressiver. Und deshalb, wir müssen sehen, dass wir die Toleranz wieder gewinnen, dass wir den anderen zuhören, die Sorgen und Ängste der anderen wahrnehmen, die Sorgen und Ängste derer, die Angst um ihre Gesundheit haben,
Ganz egal, ob der eine das für berechtigt oder übertrieben oder unberechtigt hält, muss man diese Ängste ernst nehmen. Genauso wie diejenigen, die Angst um ihre Freiheit haben, ernst genommen werden müssen. Von denen, die das anders sehen, die sagen, mir doch egal. Aber auch die müssen respektieren, dass andere Angst um ihre Freiheit, um ihr Leben, so wie sie es bisher gelebt haben, haben. Und auch das muss man respektieren. Wir brauchen mehr Respekt in unserer Gesellschaft. Und da kann jeder von uns beitragen, das zu tun, ganz egal, auf welcher Seite des Meinungsspektrums er steht.